Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir über den Vierquadrantbetrieb gesprochen, mit Wechselrichtern und so weiter. Und heute wollen wir uns ansehen, was ist, wenn wir schon Gleichspannung haben und wollen diese Gleichspannung variieren, weil wir ja gesagt haben, ja, okay, man kann damit die Drehzahl eines Motors zum Beispiel variieren. Wie geht das? Batteriebetrieb zum Beispiel oder so irgendwas. Ja. Oder ich habe einen Wechselrichter, der Gleichspannung macht, schöne Gleichspannung, also einen Gleichrichter, praktisch keinen Wechselrichter. Ich möchte trotzdem die Drehzahl des Motors variieren. Wie kann ich das machen? Nun, schauen wir uns das an. Ja. Also es geht um Gleichstromsteller. Jetzt einmal im Motorbetrieb. Schauen wir uns das einmal an. Das heißt, ich habe irgendwo meinen Motor, ja, da ist mein Motor M, ja, die Anschlüsse des Motors, und da hängt er. Ja, und da möchte ich eine gewisse Ankerspannung UA erreichen, die soll einen gewissen Wert haben. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwo Versorgungsleitungen, und zwischen denen habe ich ebenfalls eine Spannung. UN. Versorgungsspannung. Jetzt ist das UN aber zu groß für mein UA. Ich möchte, dass das UA, okay, wenn ich UA gleich UN machen will, kann ich es einfach anhängen und der dreht mit einer gewissen Drehzahl. Passt. Wenn ich jetzt aber das UA variieren will, was muss ich da machen? Nun, schauen wir uns das an. Ich baue hier von der Plusleitung weg, da baue ich einen Schalter. Ja, aber nicht irgendeinen Schalter, sondern einen elektronischen Schalter. Also das hier ist der Schalter S. Ja, elektronischer Schalter. Kann man sich im Kopf im Moment so vorstellen wie sowas. Ja, nur elektronisch, elektronischer Schalter. Mit dem gehe ich hier auf meinen Motor. Okay? Und dann baue ich da unten eine Induktivität ein, wozu die gehört, werden wir gleich sehen. Da geht es ruck. Und wo eine Induktivität ist und ein Schalter, wäre es nicht schlecht, wenn ich eine Freilaufdioden einbaue. Baue ich hier ein. So eine Diode. Okay. Und jetzt sage ich, das ist, wenn ich das einen richtigen Rhythmus ein- und ausschalte, bin ich schon dort, wo ich hin will. Wie funktioniert das? Schauen wir, da ist der Ankerstrom IA. Ich habe das jetzt groß geschrieben, obwohl es eigentlich klein gehört. Wir werden sehen, der bleibt halbwegs konstant. Ja? Oder ich schreibe es halt IA. Machen wir es so. Ja? Machen wir ein kleines I dazu. Dann hier an der Induktivität habe ich UL. Wie gesagt, da habe ich eben mein UN. Ich zeichne das hier nochmal ein. Ja? Dann schaut das einmal so aus. Okay? Und da habe ich, hier rüben habe ich einen IN, der vom Netz kommt. Und hier habe ich einen ID, der durch die Diode rinnen kann. Der kann natürlich nur in diese Richtung rinnen. In die andere Richtung wäre die Diode ja gesperrt. Gut. Jetzt machen wir ein Diagramm, machen wir uns ein Diagramm und schauen uns die einzelnen Größen an. Das ist die ZT. Sagen wir, der Schalter ist im ersten Moment geschlossen. Ich habe da hier, sagen wir, das UA ist konstant. UA hat einen gewissen Wert. Hier ist UA. Okay. Das heißt, das sind die Spannungen U, die hier aufgezeichnet werden. Hier ist UA.
Und jetzt schalte ich den Schalter ein. Jetzt liegt hier an der Kombination, liegt praktisch UN. Und da ist UN. Ja. Schalter ist eingeschaltet. Wie groß ist UL? Ja. Da habe ich UL praktisch. Ja. UL ist also die Differenz zwischen UN und UA. Okay. Was macht der Strom durch eine Spule, wenn eine Spannung an der Spule liegt? Ja. U ist L mal D nach DD, erinnern wir uns. Ja. Das heißt, wenn ein U dran liegt, steigt der Strom. Das heißt, der Strom durch die Spule, der IA ist, der steigt in diesem Fall. Okay? Und dann gibt es irgendwo einen Zeitpunkt, da schalte ich den Schalter aus. Okay? Hier schalte ich den Schalter aus und jetzt sinkt mir die Spannung an der ganzen Kombination. Also da habe ich ja dann 0 praktisch. Ja? 0. Das UA bleibt weiterhin konstant. Wie groß ist jetzt das UL? Das UL ist genauso groß, nur in die Gegenrichtung. Also genauso groß, es hängt davon ab, wo das UA liegt, ja, nur in die Gegenrichtung. Ja, also das UL ist jetzt da praktisch negativ. In dem Fall ist es ein bisschen größer, ja, UL, ein bisschen größer. Das heißt, wenn ich hier oben mir das ansehe, dann wird der Strom, jetzt sage ich, da ist wieder ein Schaltzeitpunkt, der ist halt da irgendwo nicht ganz so lang wie dieser. Und der Strom hier wird sinken, etwas schneller wird der sinken, weil das UL jetzt kleiner ist. Ja. Bin ich da. Ja. Und jetzt schalte ich wieder ein. Ja. Jetzt schalte ich hier wieder ein. Und jetzt sehen wir schon, was passiert. Jetzt können wir hier praktisch das durchziehen. Dann meine Spannung hat dann praktisch diesen Verlauf hier. Die Spannung hier vorne nach dem Schalter praktisch. Aufgrund dieser Taktung der Spannung stellt sich eigentlich erst das UA ein. Ja, wenn ich das schnell genug mache, dann passiert gar nichts. Ja, und mein Strom pendelt hier zwischen einem Maximalstrom und einem Minimalstrom hin und her. Ja, wie stark dieses Pendeln ist, das hängt natürlich von den Induktivitäten ab, die da hier beteiligt sind. Hängt von den Induktivitäten ab, die da hier beteiligt sind. In dem Fall ist das das IN, was das bringt, und das ist das ID. Ja. Das ist das ID, in Summe ist es IA. Also da haben wir praktisch IA. So schaut das aus. Ja. So schaut das aus, und auf einmal stellt sich hier praktisch eine Ankerspannung ein, die entsprechend den, ich meine, das ist die ZVT1, ja, und das ist die Periode TP, ja, und meine Ankerspannung UA, die sich einstellt, ist gleich UN. Ja. Wenn das T1 genauso groß ist wie das TP, ja, dann habe ich UN erreicht. Das heißt, ich muss das T1 dividiert durch TP. Ja. Das heißt, je länger T1 wird, desto näher komme ich zu UN. Wenn ich überhaupt nie einschalte, bin ich bei 0. Ja, dazwischen steigt das linear. Und welchen Ripple dieser Strom hier hat, ja, wie steigt, das ist halt von der Induktivität L hier abhängig. Okay, da habe ich mein L. Ich zeichne vielleicht eine zweite Situation nochmal auf, ja, wo wir ein höheres UA haben. T. Diesmal
Wollen wir ein höheres UA haben? Sollen wir, dass der Motor sich schneller dreht? Das UN ist natürlich wieder genauso groß. Und jetzt habe ich entsprechend, das TP ist ebenfalls wieder gleich groß. Ich versuche das hier wieder gleich groß hinzubekommen. Das heißt, die Periodendauer ist wieder gleich. Das Einzige, was sich an und für sich ändert, ist das Taktverhältnis. Pulsweitenmodulation heißt so etwas. TP, das ist genau das Gleiche. Und dieses Mal habe ich halt länger eingeschalten. Okay, diesmal ist halt das T1, oder ich nenne es, dieses Mal nenne ich es T2, etwas länger. Also deutlich länger, wie wir sehen. Okay. Das heißt, ich habe diesmal hier eingeschaltet, bis hier, dann schalte ich aus, dann schalte ich wieder ein. Dann schaut es halt so aus. Okay. Was macht der Strom? Schauen wir sich da wieder das UL an. Das UL ist da viel kleiner wieder. Ja? Dafür ist es hier viel größer. Ja? Das heißt, der Strom wird hier, jetzt haben wir mehr, jetzt, der Strom ist dann wesentlich weiter oben auf alle Fälle natürlich. Ja? Also wesentlich vielleicht nicht, weil ich habe die interne Spannung auch. Aber ein bisschen weiter oben wird er schon sein. Und da steigt er halt an. Gemächlich und dann buck, geht er relativ schnell nach unten, weil das UL da entsprechend groß ist. Dann schaut der Strom so aus. Ja. So schaut das jetzt aus da drüben. Ja. Und hier habe ich wieder aufgetragen das U und das IA. Also durch dieses Tastverhältnis, da war das mal T2, T2 größer T1, schaut das halt entsprechend aus, ist das UA gestiegen, entsprechend dieser Formel. Ja. So sieht das aus. Gleichstromsteller im Motorbetrieb. So arbeitet das intern. Ja, wie gesagt, dieser Schalter hier ist ein elektronischer Schalter, dass es nicht kaputt wird. Aber das geht schon relativ flott. Ist flott. Ja? Das ist nichts mit. Und nichts mit. Das schaltet schnell. Ja. Wie schnell? Mittlerweile sind wir sogar können wir teilweise schalten im unhörbaren Bereich, das heißt über 20 kHz. Gut, Gleichstromsteller im Motorbetrieb. Wie schaut das im Generatorbetrieb aus? Was ist, wenn der noch plötzlich da tut? Zurückspeisen kann ich mit dieser Schaltung nicht. Wie so ein Gleichstromsteller im Generatorbetrieb ist, werden wir uns das nächste Mal ansehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.